Hallo und herzlich willkommen im Bröhan-Museum zu unserer digitalen Reihe Braun Icons. Jede Woche stellen wir euch in kurzen Folgen Designklassiker der Firma Braun vor. Anlässlich des 100. Firmenjubiläums und als Vorgeschmack auf die Ausstellung Braun 100, die ab dem 21. April im Bröhan-Museum Berlin zu sehen sein wird, widmen wir uns wöchentlich der Frage, was ist gutes Design? Heute präsentieren wir euch dieses kleine Gerät, den Tischlüfter Multiwind HL1. Der Tischventilator, der 1961 von Reinhold Weiß entworfen wurde, war zum Zeitpunkt seines Erscheinens ein bahnbrechendes und so noch nie dagewesenes Gerät. Doch worin unterscheidet sich der Tischlüfter von seinen Vorgängern und was macht ihn schließlich zu einer Ikone des Braun-Designs? Anfang der 1960er Jahre waren Lüfter meist groß dimensionierte, sperrige Geräte mit einem Radialgebläse und Flügeln. Bei seiner Markteinführung war der Multiwind der bis dato kleinste und leiseste Tischlüfter. Mit einer Gesamtlänge von nur 15 cm nahm er fortan einen festen Platz auf dem Schreibtisch ein. Im Aufbau ist der Tischlüfter zweckmäßig gestaltet und ohne überflüssige Details ausgestattet. Sein Aufbau folgt einfachsten geometrischen Formen. Das zylindrische Design und die neuartige Lüfterform ergeben sich aus der Bauweise des Motors mit kreisrundem Stator. Durch die Aufhängung des Motorgehäuses mit Tangentialgebläse und Lüfterwalze, das von einem 220 Volt Motor angetrieben wird, ist eine Richtungsverstellung des Luftstroms möglich. Zusätzlich mit zwei Stufen ausgestattet, ist die Windzufuhr regulierbar. Anstatt auf bereits bekannte Formen zurückzugreifen, wurde bei der Gestaltung des Multiwinds eine konkrete Lösung für die technischen Bedingungen ausgearbeitet. Bedienungsfreundlich und laufruhig zählt der Multiwind HL1 zu einer wahren Designikone der Firma Braun. Als Absolvent der HFG Ulm arbeitete Reinhold Weiß 1959 bis 67 bei Braun. Seit 1962 war Weiß stellvertretender Leiter der Designabteilung. Auf ihn gehen zahlreiche Haushaltsgeräte zurück, die neu ins Sortiment der Firma Braun aufgenommen wurden. Bei vielen seiner Haushaltsgeräte, wie auch beim Multiwind, verwendete Reinhold Weiß Werkstoffe wie Metall und Kunststoff. Hieraus formt er einen funktionalen und gleichzeitig ästhetisch ansprechenden Gebrauchsgegenstand mit haptischem Anreiz. Dank einer in der Bodenplatte angebrachten Halterung konnte der Lüfter auch an der Wand befestigt werden. Der Multiwind HL1 wurde nicht nur in Weiß, sondern als Redesign von 1971 in mehreren Farben produziert, wie zum Beispiel hier in Orange mit Acrylglasplatte. Besondere Popularität erlangte der Multiwind 1963. Für die Rede John F. Kennedys in der Frankfurter Paulskirche suchte man nach einem geräuscharmen Ventilator für das Rednerpult. Die Wahl fiel auf den kleinen Tischlüfter, dessen leiser Motor die Mikrofone während der Rundfunk- und Fernsehübertragung nicht störte. Weitere interessante Einblicke und Fragen rund um gutes Design erwarten euch kommende Woche. Seid gespannt auf die nächste Episode der Braun Icons.